Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Inzwischen ist es ein paar Tage her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe, vielleicht sogar anderthalb Wochen. Und wir sind im Jahr 2024 angekommen. Wenn die Folge released wird, ist, glaube ich, schon mehr als die Hälfte des Januars rum. Ich glaube, 19.01. oder so dürfte der Fall sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen richtig guten Start ins Jahr 2024 hattet. Dass bei euch alles wunderbar läuft. Bei mir ist jetzt gerade der 2.01. Und ich habe mir gedacht, ich habe abends um 22 Uhr noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir nehmen mal die nächste Folge auf. Und denn unser Kieswerk oder beziehungsweise eine oder zwei der neuen Kiesgruben sind fertig. Das heißt, mein Ziel ist heute, die Produktion von unserem hauseigenen Kiesherz sicherzustellen und dann vielleicht auch die nächsten Baustellen anzustoßen. Wie ihr seht, ist die Waldstadt, so nenne ich sie jetzt mal, auch schon recht weit fortgeschritten und hat schon einige Gebäude parat. Und ich würde jetzt gerne anfangen, die nächsten Produktionen so ein bisschen in Gang zu setzen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Geld übrig, wie ihr seht. Machen wir auch gut plus die ganze Zeit. Wir können mal ganz kurz in unsere Exportstatistik des letzten Monats reinschauen. Da sieht man, dass wir ganz gut mit Kleidung, Bitumen und mit Treibstoff verdienen und da eigentlich ganz gutes Geld machen, ne? Dafür, dass wir das alles mit Trucks machen und wir jetzt auch nicht so unendlich viel Öl mehr haben, als wir eigentlich benutzen. Ich würde gerne vielleicht, steht für mich noch nicht gänzlich fest, diese Folge sogar das Gaskraftwerk in Auftrag geben und anfangen, Strom zu exportieren. Müssen wir mal gucken, ob wir das diese Folge schon hinbekommen. Ich habe gerade eben kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, hier noch eine Umgehungsstraße installiert, die hier fertig gebaut wird, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich hier jetzt Personen runter zu unseren Kiesgruben haben möchte, müssen die hier durchfahren, hier und haben erst hier die Möglichkeit, auf die Hauptstraße zu wechseln. Das heißt, die Strecke ist einfach mal hier oben lang, hier lang und geht dann erst runter zum Kieswerk. Und das ist, ich würde jetzt einfach mal gelinde gesagt behaupten, unpraktisch. Und dann würde ich hier jetzt mal gerne kurz ein Depot für Straßenfahrzeuge unterbringen. Ah, ich habe davon die maximale Anzahl. Habe ich denn hier irgendwo eins in der Nähe? Ich glaube, hier müsste irgendwo eins sein, wenn ich mich nicht irre. Abrissbüro. Ach, wisst ihr was? Wir tricksen jetzt einfach. Das Ding kommt weg hier. Weg damit. Jetzt haben wir wieder eins frei. Ich würde nämlich hier gerne ein Depot hinsetzen. Und ich habe keinen Bagger. Jetzt leckt mich doch an die Füße, ey. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt aber auch wirklich kein Glück. Ah, hier kann man es hinsetzen. Und da kaufen wir jetzt Busse rein. Vier Stück. Wir werden zwar jetzt nicht vier brauchen, aber ich möchte hier vier Busse stehen haben. Die können hier auch direkt tanken. Und dann möchte ich gerne die Route schnellstmöglich einstellen, dass wir hier Kies herstellen können und dann unseren Kies auch da entsprechend beziehen. Das wäre ganz praktisch, wenn wir das hinbekommen. Den Kies müssen wir dann natürlich auch verteilen. Hier dürfte auch, ich sag mal, ich glaube, dass hier sehr viel bei rumkommt. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding baue. Ich bin jetzt noch nicht der erfahrenste Workers and Resources Spieler. Aber ich würde dann jetzt gerne auch über meine Region verteilt verschiedene Schüttgutlager bauen. Hier wird sich vielleicht eins anbieten in der Ecke. Hier oben könnten wir eins hinsetzen bei den ganzen Lagern. Also, sodass wir das alles irgendwie ans Laufen bekommen. Und ich glaube, das kriegen wir auch. Kriegen wir auch, glaube ich, irgendwie ganz gut hin. So, jetzt haben wir das. Unsere Umgehungsstraße wird aktuell noch gebaut. Die Busse sind auf dem Weg hierhin und dürften dann gleich getankt werden. 9% Arbeitslosenquote. Bestimmt auch, weil wir hier sehr viele Einwohner haben, die alle momentan nichts zu tun haben. Wie sieht es denn aktuell hier mit Nahrung aus? Nahrung ist voll. Alkohol füllt sich auch. Unser Silo füllt sich auch auf. Und hier sind wir bei 0. Warum sind wir bei 0? Weil Chemikalien fehlen. Aber die kommen gerade, oder? Ja, okay, die sind auf dem Weg. Wo bist du denn? Ah, okay, er kommt gerade an. Gut, dann geht das hier auch weiter. Aber was für eine Auslastung sind wir denn hier? 80%. Es kommen auch jede Menge rein. Also die Auslastung hier passt eigentlich. Ich überlege aktuell, ob wir die Lebensmittel und die Alkoholfabrik hier abzwacken. Und das hier nochmal ein bisschen anders machen.
Wir könnten nämlich die Straße hier auch wegmachen. Und dann könnte ich hier noch eine Stofffabrik hinsetzen und hier nochmal zwei Kleidungsfabriken. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann müssten wir uns nur eine andere Stelle suchen, um unsere Lebensmittel herzustellen. Aber das ist ja, ich sag mal, am Ende des Tages das geringste Problem, weil wir durchaus hier noch super viel Platz haben. Hier entsteht zwar unsere Hauptstadt, aber wer verbietet uns denn zum Beispiel hier nochmal einen Farmkomplex hinzusetzen, der sich dann damit auseinandersetzt. Oh, guck mal, hier werden wir langsam leer gekrasst. Dass wir das vielleicht nochmal outsourcen. Das wäre eine Möglichkeit für irgendeine der in Zukunft gerichteten Folgen. Wir werden sie irgendwann sowieso erweitern müssen, weil das Ding hier nicht ausreichend ist. Dementsprechend könnte man da schon mal drüber nachdenken, da einfach einen Teil der Produktion wegzunehmen. So, haben wir Busse jetzt hier. Guck mal, da sind sie schon. Wir werden nachher zwei Busse von hier hinfahren lassen. Das wird unsere Strecke sein. Ich guck mal kurz. Es fehlen nur Arbeiter und Nutzfahrzeuge. Habe ich hier eigentlich eine Tankstelle? Nein, ne? Ich glaube, es hat sogar mal einer in die Kommentare geschrieben. Bin ich mir sehr sicher. Kann ich noch eine gratis bauen? Oder nischt? Ja, doch, kann ich noch. Ah, nee, das ist eine Bushaltestelle. Hier ist die Tankstelle. Ja, ich kann noch eine gratis Tankstelle bauen. Lasst uns die mal hier hinsetzen. Aber nicht mit dieser doofen Straße, die jetzt hier gebaut werden muss. Hoppla. Ich sollte aufpassen, welche Taste ich drücke. Sondern mit dem Feldweg. So, jetzt nehmen wir hier mal kurz unser Verteilbüro. Hier müsste ein Tanklaster stehen, oder? Das Gebäude hat keinen Strom. Dann lasst uns hier aber mal kurz noch ein paar mehr LKWs reinkaufen. Zwei hiervon. Noch einen hiervon. Und das sollte reichen. Und jetzt nehmen wir die Tankstelle hier hinten noch auf. So, und lassen hier natürlich dann auch Benzin hinliefern. Wunderbar. Die braucht auch keinen Strom. Das heißt, das geht direkt von Anfang an richtig los. Wie sieht es hier aus? Okay, die Straße ist jetzt gleich fertig. Und die auch. Dann haben wir unsere Umgehungsstraße auch. Und dann können unsere Arbeiter entsprechend schneller dahin transportiert werden. Das können wir schon mal kopieren auf das. Super, dann haben wir die beiden Trucks, die beiden LKWs schon mal so eingestellt, dass die unsere Arbeiter gleich rüberbringen können. Sehr schön. Hier sind auch gleich alle Straßen fertig. Das heißt, wir könnten hier auch dann die nächsten Straßen schon mal bauen lassen, dass hier auch alles entsprechend fertig gebaut wird. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwann leer laufen, was unsere Baustellen hier angeht. Und dann können wir irgendwann auch anfangen, das Ding hier zu bestücken. Ich glaube allerdings, bis wir anfangen, hier Baustellenfahrzeuge zu haben, werden dann vielleicht doch noch ein paar Tage vergehen, würde ich mal behaupten. So. Und das auch. Na komm. So, das dürfte reichen. Dann wird das hier auch schon mal alles fertig gemacht. Dann haben die wenigstens die ganze Zeit was zu tun. Okay, kommt hier schon einer hingefahren? Oh, wunderbar. Es kommt sogar schon einer. Aber der holt jetzt erstmal noch Treibstoff. So, wie sieht's hier aus? Wird hier auch gebaut und produziert. Chemikalien ausreichend vorhanden. Treibstoff mehr als ausreichend vorhanden. Und auch Bitumen füllt sich langsam wieder auf. Und unsere Bestände auch. Wunderbar, das erste Lager ist jetzt gleich voll. Das heißt, dann wird das nächste sich anfangen zu füllen. Ich glaube, das ist dann dran. Und so weiter. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr zur Verfügung. Gesundheit hält sich noch gut, obwohl wir hier die Ölförderanlagen haben. Das heißt, die haben gar nicht so einen schrecklichen negativen Einfluss aktuell. Gut, haben wir das jetzt geschafft. Wie sieht es jetzt hier aus? Komm, mach die Straße fertig. Wenn die Straße fertig ist, lassen wir die Busse nämlich starten. Wir können hier auch schon mal, wo haben wir es? Hier können wir schon mal den Linienabstand aktivieren, auch wenn er natürlich noch berechnet werden muss. So, jetzt komm. Wir assignen, wir weisen schon mal zu. Hier für die zwei Häuser das Dingen.
Und ich würde auch das nächste Haus freigeben. Und auch hier kaufen wir wieder Bürger für Dollar. Genau, hier gehen schon die ersten hin. Straße ist fertig. Wunderbar. Das heißt, ab geht die Post für meine ersten zwei Busse hier. So, die dürften jetzt erstmal den Abstand vergrößern. Das dauert natürlich ein bisschen, bis die richtig eingestellt sind. Und dann können wir sagen, hallo Kies, würde ich sagen. Und nachdem hier jetzt gleich auch Benzin hinkommt, können wir auch schon mal, ich sag mal, zwei Bagger hier reinkaufen. Machen wir das mal. Und dann hoffe ich, dass wir hier richtig, richtig stark in die Kiesproduktion jetzt einsteigen. Ah, guckt euch das an. Hier wird auch alles mittlerweile gebaut. Sehr, sehr schön. Das heißt, auch hier kommen wir vorwärts, sodass wir irgendwann diesen ganzen Komplex hier in Betrieb nehmen können. Und hier haben wir natürlich auch nochmal eine Bushaltestelle, um dann auch dort die Arbeiter hinzubekommen. Halt, stopp. So funktioniert das aber nicht mit dem Abstand. Oder müssen, ach, wahrscheinlich müssen die erst einmal gefahren sein, damit man den Abstand dann eingestellt bekommt. Da kommt unser Benzin. Und von wo kommen unsere Bagger? Bestimmt. Okay. Entweder von hier oder von hier. Also beides verloren, würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Es müsste eigentlich dann jetzt auch direkt losgehen. Auch wenn noch kein Fahrzeug drin ist, dürfte das gehen. Ja, es geht los. Hier füllt sich das Lager. Ui, guckt euch das an. Und wie sieht's hier aus? Okay, das ist echt ein guter Durchsatz, würde ich sagen. Und das, obwohl erst eine einzige Mine hier läuft. Und zwar mit 57 Arbeitern. Aber guckt euch das mal an. Das geht richtig rund hier. Und wir haben jetzt schon 40 Tonnen. Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Und dann werden wir das Ding hier gleich zuweisen. Müssen wir keinen Kies mehr importieren. Kostet uns jetzt zwar nicht die Welt, was wir an Kies ausgeben, nur 3.800, aber ich glaube, das ist eine Option, um in Zukunft auch noch ganz gutes Geld zu verdienen oder beziehungsweise um sich ein bisschen unabhängiger von allem zu machen. Ne? Ziel muss es jetzt sein, dass wir diese Kiesfabrik und dieses Lager auch fertig bekommen, damit wir auf der anderen Seite dann entsprechend unser Kies zu weiteren Produkten weiter verarbeiten können. Okay, aber fürs Erste scheint das hier ganz gut zu funktionieren. 100 Tonnen haben wir schon. Guckt jetzt an, wenn das so weitergeht, ist das Ding zum Ende der Folge schon über die Hälfte voll. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Busse sich hier ein bisschen separieren. Dann dürfte das auch alles in allem ein bisschen besser laufen. Okay, super, haben wir das schon mal. Wie steht's um unsere Gleise? Ja, wir sind jetzt nicht mehr so weit von unserem Zollhaus entfernt, würde ich behaupten. Das sieht ganz gut aus. Und dann sollten wir vielleicht in einer der nächsten Folgen diesen hinteren Teil dann nochmal ausplanen und entsprechend eine Zugtankstelle und andere Häuser vordefinieren. Okay, super. Jetzt machen wir ein bisschen Minus aktuell, aber warum eigentlich? Letzter Monat. Ah, wir haben wieder 1 Million Tonnen Stahl eingeholt. Warum habe ich so viel Stahl importiert? Für was? Was baue ich denn hier schon wieder? Ist hier irgendwas, muss doch hier schon wieder zu. Ah, guckt euch an, die Dinger hier. Was soll das hier? Ihr sollt noch nicht gebaut werden. Nur das Ding hier, sonst nix. So, jetzt muss ich mal kurz ein Pop-up hier wegmachen. So, jetzt geht's weiter. Da wird wieder importiert, wie verrückt. Das sollen die doch noch gar nicht. Ich versuche doch hier aktuell meine finanzielle Situation irgendwie so ein bisschen zu festigen. Und nicht bankrott zu gehen. Das ist so ein bisschen unser Versuch. Genau, die fangen ja an. Du darfst suchen und hier auch überall Kies hinfahren. Oh nein, die haben alle kein Benzin. Wieso sind die denn nicht zu einer Bammelle da in Tankstelle gefahren? Ja, okay, das heißt, die bleiben hier auch erstmal still stehen, weil wir hier erst Benzin hinliefern können, wenn das Gebäude Strom hat. Und da sind wir in der Tat noch ein bisschen von entfernt. Okay. Ich glaube, unser Forschungsprogramm war schon wieder fertig. Vorhin? Ja, genau. Na, fortgeschrittene Technik, elektronische Schaltkreise nehmen wir. Und hier nehmen wir Werbekampagnen sowjetischer Block. Wir müssen hier sowieso
auch noch deutlich was für unsere Regierungsloyalität tun, die aktuell nur bei 44% ist. Also auch das lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. So, wie sieht es jetzt hier aus? 200 Tonnen. Sehr schön. Unsere Baubüros kriegen ihren Kies von hier, ne? Ja. Da müsste ich doch eine Route haben, oder? Genau. So, machen wir das mal anders. Nehmen wir... Nehmen wir das mit auf. Das ist das Warstock Schüttgutlager 2. Das Zollhaus können wir entfernen. Und hier soll beladen werden. Nein. Ah, was bin ich denn für ein Napf? Nochmal. Das mit rein. Das Zollhaus soll weg. Na, komm schon. Warstock Schüttgutlager. Wieso sehe ich das denn jetzt hier nicht? Hallo? Willst du mich jetzt veräppeln? Ah, weil ich nicht abspeichere. Das weg. Ah, okay. Sorry. Jetzt habe ich es verstanden, wo mein Fehler ist. Ich drücke auf das falsche X. So. Hier wird jetzt beladen. Und hier wird entladen. Jetzt könnt ihr abspeichern. Okay, jetzt machen sie es auch. Okay. Bisschen mehr lesen, bisschen mehr Konzentration, dann geht das auch. Das heißt, von hier wird jetzt Kies bezogen. Kriegt der seinen Kies? Die sind eh deaktiviert. Und von wegen, wo kriegst du deinen Kies? Auch von dem Schüttgutlager. Okay, gut. Das dürfte also weniger das Problem sein. Und das Ding dürfte auch nicht leer laufen. Gehe ich mal stark von aus, weil hier schon genug liegt, um das Ganze auch vernünftig betreiben zu können. Guckt euch das mal an. Aktuelle Produktion pro Tag 250 Tonnen. Das Ding ist hier gleich voll. Und hier geht's auch richtig rund. Wunderbar, wenn hätte ich das gewusst, hätte ich das schon früher gebaut. Okay. Wie sieht's jetzt geldtechnisch aus? Wir exportieren super wenig. Irgendwie, wir sind am 30. und haben nur 130 eingenommen. Das kann nicht richtig sein. Ah ne, Export war 220.000. Sorry. Wir haben nur wegen den Fahrzeugen Minus gemacht im letzten Monat. Sonst hätten wir Plus gemacht. Okay. Ich nehme es zurück. Bin anscheinend um 22.20 Uhr auch der Verwirrteste beim Aufnehmen. Das heißt, ich gebe... Wisst ihr was? Wir geben das Gaskraftwerk frei. Machen wir. Wir setzen es auch einfach mal auf hohe Priorität. Das Ding ist auch, glaube ich, hier schon angeschlossen, richtig? Ja, ist es. Und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Hier dürften jetzt auch jede Menge Fahrzeuge zugewiesen sein. Beton und Kies. Kies jetzt kostenneutral in unserer Republik. Und dann bald auch Plattenbauteile und den Rest hier unten in unserem Konstruktionsbereich. Nachdem das Gaskraftwerk fertig ist, unsere nächste Großbaustelle, werden wir rübergehen und hiermit weitermachen, denke ich. Das Ding in Betrieb nehmen und Stahl herstellen und das dann auch an unser Schienennetz mit anbinden, sodass wir Stahl von hier aus am besten auch hier hinten hingekarrt bekommen. An unser Lager haben die Bahnanschlüsse? Nee, das haben wir nicht gemacht. Aber Werksanschlüsse, richtig? Ja. Okay, das heißt, wir könnten hier, glaube ich, Entladestation hinmachen, ne? Frachtbahnhof für Stahl. Das heißt, den könnte man zum Beispiel hier dranhängen. An die beiden Sachen. Hier und hier gibt es einen ganz langen vielleicht sogar. Stationlänge 83. Habe ich auch meinen mit 208. Ach, guckt euch das an. Das ist es doch. Jetzt ja, kriegen wir vielleicht auch ein bisschen schöner hin, so. Ja, doch, das gefällt mir. Ja, doch, den können wir hier sogar brauchen direkt. Guckt euch das an. Können wir direkt hier hinsetzen und dann entsprechend auch unsere Lager bedienen. Und dann können wir den Zug auch von hier aus fahren lassen, sodass wir dann von hier Holz und Ziegel hier hinbekommen und von hier hinten Stahl. Das ist doch was. Und dann können wir den Zug auch hier weiterfahren lassen und von hier hinten dann die Plattenbauteile holen. Ich glaube, die kommen hier hinten ran. Dürfte alles in allem, glaube ich, ganz gut funktionieren. Guckt jetzt an.
Unser Schüttgutlager mit dem Bruchstein ist jetzt gleich schon voll. Das heißt, hier wird jetzt gleich aufgehört mit Arbeiten und Bauen. Wunderbar. So schnell kann man da an seine maximalen Kapazitäten kommen. Aber das heißt ja doch, dass bei uns in der Republik doch einiges gut läuft. So, hier geht's los. Die ersten Einheiten treffen auch schon ein. Und wir produzieren dann in naher Zukunft den ersten eigenen Strom. Was wir jetzt noch zum Ende machen können. Oh, hoffentlich irgendwo, wo es gelöscht wird. Oh, unser Krankenhaus. Aber ich denke, ja, guckt euch an, die Feuerwehr ist schon auf dem Weg. Würde mich wundern, wenn das abfackelt. Was wir jetzt noch machen können, zum Schluss, ist Kohle. Wir sind hier nämlich nicht mehr so nah an unserer Ortschaft. Das sind auch schon 600-700 Meter bis zum ersten Haus. Und wir haben noch eine weitere Produktionsmöglichkeit hier. Und zwar, wo haben wir es? Kohle. Die versteckt sich nämlich hier. Und die würde ich hier gerne auch abbauen. 40% kriegen wir irgendwie noch ein bisschen mehr. Nee. So, jetzt mach das mal schnell platt. Und zwar würde ich hier gerne wenigstens die Grundlage dafür schaffen, dass wir hier Kohle abbauen können und damit dann auch entsprechend unsere Sachen bedienen können. Weil wir ja auch jetzt zeitnah unsere Heizung anschalten werden. Und die Verschmutzung hält sich dann wirklich in Grenzen, würde ich sagen. Ah, ich habe es falsch rum gemacht. Ich depp. Nochmal. Das muss in die Richtung zeigen. So, und jetzt nehmen wir hier noch die Kohleverarbeitung. Nee, in die Lager sollst du nicht direkt reinliefern. Na komm, wo kann ich es hinsetzen? Hier. Komm, echt? Jetzt habe ich keinen Bagger mehr? Gerade eben hatte ich doch noch einen. Okay, jetzt habe ich keinen Bagger mehr. Das ärgert mich. Das hätte ich nämlich jetzt gerne hier noch hingesetzt. Aber wir können uns merken, dass hier dann auf jeden Fall die Verarbeitungsstelle für Kohle hinkommt. So, machen wir das mal kurz hier ein bisschen ran. So. Holen wir das hier mit dran und verbinden das auch entsprechend hier mit der Straße. Du sollst noch nicht gebaut werden. Das wollen wir nicht, aber die Straße kann gerne schon angegangen werden. Okay, dann haben wir das auch. Das Wohnhaus wird hier auch schon gut gebaut. Und hier geht es echt richtig gut voran mit unseren Straßen. Das heißt, bald sollte hier die ganze Grundlage auch schon fertig sein. Bis wir das brauchen, wird allerdings auch noch ein bisschen Zeit vergehen, weil aktuell würde uns die Arbeitskraft gar nichts bringen. Wir können die gar nicht benutzen. Ich hoffe, dass unser Gaskraftwerk schnell fertig wird. Wie viel Arbeitskraft brauchen wir dafür denn? Maximale Anzahl 15 Arbeiter. Okay, das hält sich ja sogar in Grenzen. Und ich würde sagen, mit 24 Minuten sind wir an einer ganz guten Stelle angekommen, um jetzt heute mit diesem Panoramablick über unsere Republik zu enden. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, euch in 2 Tagen wiederzusehen. Bis dahin, euer Chris.